Hallo Freunde, wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Leuchtbett Barbecue ist ein Jahr alt geworden, das wollen wir gebührend feiern. Mit einem neuen Video für euch. Heiko! Ja. Erzähl uns mehr, was gibt es heute? Ja, wie gesagt, schon mal einjähriges Jubiläum von Leuchtberg Barbecue mit knapp 300 Abonnenten hier. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass in einem Jahr so viele Abonnenten hier zu erreichen sind. Echt klasse. Und zur Feier des Tages machen wir heute ein kalt geräuchertes Flanksteak, was wir dann zu Vide gar ziehen werden und dann auf den Grill noch ein bisschen anknuspern. Und dazu wird der Christian noch ein paar leckere Pita-Brote machen. Ne? Pita-Brote sind das? Pita, wir wollen es da jetzt nicht festlegen, wenn es tatsächlich ist, ja. Und da machen wir noch eine verdammt leckere Chimichurri dazu. Und ja, ich denke mal, das wird ein gelungenes Gericht werden für heute. So, für alle, die unseren Kanal noch nicht kennen, ich habe mal einen kurzen Zusammenschnitt gemacht von dem, was wir alles Leckere hier schon gezaubert haben. Ne? Den seht ihr jetzt und danach legen wir hier los. Bis gleich. Bis gleich. Freunde, für unsere Flanksteaks haben wir natürlich ein paar Flanksteaks, argentinisch. Wir haben für die Chimichurri haben wir Olivenöl, was wir brauchen. Wir brauchen 3 Bund Petersilie, ein bisschen Thymian, Lorbeerblätter, Knoblauch, Chili, ein bisschen Zwiebeln, eine Limette, ein bisschen Salz, Pfeffer und Oregano. Für die Pita-Brote brauchen wir nichts anderes wie ein gutes Pfund Mehl. Wir brauchen einen Löffel Backhefe, auch ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl und Wasser. Das werden wir zurecht rühren. Zum Füllen für die Pita-Brote nachher nehmen wir einfach ein bisschen Blattsalat, den schneiden wir uns klein. Das Chimichurri ist so ein bisschen auch als Dressing zu sehen. Das geben wir dann schön dünn mit auf das Fleisch drauf und dann lassen wir es uns schon schmecken. Ja, das hört sich sehr geil an und ja, ich würde sagen, ich bereite jetzt schon mal den Grill vor, dass wir die kalt räuchern können, ne? Mit Valentin seinen Kaltrauchgenerator. Das werden wir mit Buchenholz machen und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Ja, liebe Freunde, kommen wir nun zu unseren Pita-Broten. Wir haben uns abgemessen um etwa 500 Gramm Mehl. Dann haben wir dieses Päckchen Hefe, das haben wir in Wasser ein bisschen aufgelöst. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Meersalz. Mehr brauchen wir letztendlich gar nicht. Nun werde ich das letztendlich in die Schüssel geben. Nehmen wir erst ein bisschen Mehl. Die Prise Salz, die wir hier im Wasser ein bisschen zerstoßen haben. Guten, kräftigen Schuss Olivenöl. Das mache ich so Pi mal Daumen. So, zu guter Letzt geben wir die Hefe mit dazu. Und dann fangen wir letztendlich an zu kneten. Der Teig sollte recht glatt sein und muss dann anschließend gut für 1,5-2 Stunden muss er gehen an einen warmen Ort. Ich mache das immer nach Gefühl. Ein Rezeptarbeiten hatte ich im letzten Video schon gesagt, das ist irgendwie nicht so meine Kragenweite. Das kriege ich nicht hin. Ja, Freunde, der Teig ist jetzt soweit eigentlich fertig, durchgeknetet. Christian, ist jetzt auch nicht mehr kalt. So, ein Kraftakt, da so schön den Teig zu kneten. Wie lange hast du jetzt den geknetet? Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Achso, gute 5 Minuten. Okay. Das reicht so. Oh yeah. Auf! Ein bisschen Action reinbringen. Mit dem Geschirrtuch decken wir das Ganze jetzt ab und dann stellen wir das mal ins Warme. Wie gesagt, für gut 1,5-2 Stunden kann man den einfach gehen lassen. Und anschließend werden wir uns den Teig zu einer Rolle formen. Wir werden letztendlich dann kleinere Teilstücke werden wir uns rausschneiden, die dann anschließend unsere Pita-Brote geben. Ja, den Teig werden wir nachher schön dünn ausrollen. Dann garen wir die Brote zusammen und mal gucken, was das wird. Ne? Auf jeden Fall. Schauen wir mal. Den Teig stellen wir jetzt weg und dann geht's an die Chimichurri. Oh yeah. So ihr Lieben, wir sind jetzt bereit, die Chimichurri zuzubereiten. Kurz dazu, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall die Petersilie, den Thymian. Da zupfen wir uns letztendlich nur die einzelnen Blätterchen ab. Dann wahrscheinlich ein, vielleicht auch zwei Chilischoten. Die Scheißbiester sind echt scharf. Wir brauchen Knoblauch haben wir hier. Ich habe jetzt einfach mal so
gute 3 getrocknete Tomaten genommen. Ich mag die immer ganz gern. Eine Limette, davon brauchen wir nur den Saft. Anschließend, damit es ein bisschen durchziehen kann, kommen die Lorbeerblätter einfach mit rein, weil das lassen wir jetzt in die Zeit, in der Zeit, wo wir räuchern und anschließend sous vide garen, kommen wir her und lassen das halt richtig schön kräftig durchziehen. Die Zwiebel hacken wir jetzt gleich klein. Ein bisschen Oregano haben wir vergessen, das Olivenöl, falls ich es nicht erwähnt haben sollte, und nach Geschmack Salz und Pfeffer. Dann würde ich sagen, ich hacke jetzt erst einmal und wenn wir soweit fertig sind, alles vorbereitet haben, holen wir euch wieder zurück. So, liebe Freunde, ich habe jetzt die Zutaten alle soweit geschnitten, habe sie hier schon in das Gefäß gegeben. Wir werden das jetzt schon durchaus einmal durchpürieren und werden dann einfach mal gucken, ob wir mit Olivenöl auffüllen. Die Konsistenz soll nach Rezept pastös sein und dann gucken wir mal, wie wir damit jetzt hinkommen, ne? So, ihr Lieben, wir haben nun die Chimichurri fertig durchpüriert. Ist auch richtig schön von der Konsistenz her, richtig klasse geworden. Wir tun die uns jetzt nochmal schön in eine Schüssel rein, geben nochmal frisch geschnittenen Petersilie mit dazu. So, hier hatte ich noch so ein bisschen von der Petersilie aufgehoben, das tun wir einfach mit hier rein, einfach nur der Optik halber. Mann, ey, das kann ja nur lecker werden hier. Auf jeden Fall. So, und laut Rezept sollen die zwei Lorbeerblätter, beziehungsweise ein großes, ich habe aber nur so zwei kleine jetzt noch vorhin gehabt. Jetzt einfach mal mit hier rein, die geben auch noch mal so ein bisschen Geschmack ab und dann fischen wir uns nachher einfach wieder raus und fertig ist es. Ne? So, das war die Chimichurri. Jetzt lassen wir sie durchziehen, ich stelle sie jetzt ein bisschen kühl. Ne? Hier draußen will ich sie jetzt nicht stehen lassen, das können wir sie lutschen nachher. Ne? Ja, und Heiko, wie geht's jetzt weiter? Wir warten jetzt, dass die Flanksteaks fertig geräuchert sind, das dürfte auch gar nicht mehr so lange dauern. Ja, da werden wir schon mal das Sous-Vide-Becken fertig vorbereiten, dann kann das schon mal aufheizen. Ne? Wir werden die dann genau Vakuum ziehen, vielleicht mal schnell das Bratwürstchen nebenher snacken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ne? Ja, meine Freunde, wir haben es geschafft, unsere 2 Stunden sind endlich vorbei, die wir unsere Flanksteaks kalt geräuchert haben. Wir werden jetzt auch mal nachschauen, wie die guten Brachkerle aussehen. Hier haben wir die guten Stückchen. Hey, wie das da so schön raucht. Ne? Hier, ich finde, die haben eine tolle Farbe angenommen. Ja, die nehmen wir jetzt raus, werden sie Vakuum ziehen und dann kommt sie ins Sous-Vide-Bad, ne? Ja, sehen wir uns gleich am Tisch wieder. Jawohl, und hier sind wir schon wieder. Hier haben wir jetzt die schönen Brachkerle liegen hier. Und ich muss sagen, wir haben schon ein wirklich tolles Raucharoma hier in der Luft. Oder, Christian? Auf jeden Fall. Hier, das duftet richtig klasse. Ja, den Vakuumbeutel habe ich jetzt schon vorbereitet. Da schlagen wir oben die Flächen zweimal um, damit wir da auch keinen Fettrand dran kriegen, ne? Sonst würde sie ja später nicht mehr so gut verschweißt werden können. Wir schlagen den aus dem Grund zweimal um, dass, wenn wir jetzt mit den Fingern dran kommen, wir außen trotzdem noch etwas Fett dran kriegen könnten. Das wollen wir tunlichst vermeiden. Wenn wir den zweimal umschlagen haben, kann da garantiert nichts schief gehen. Jawohl. Dann nehmen wir uns mal das gute Stück. Gucken, ob wir das hier reinboxiert kriegen. Als nächstes müssen wir ein bisschen größere Tüten kaufen. Das werden wir schon hinkriegen. Du machst das schon. Ja, ich gebe mir größte Mühe. Genieß mit vollstes Vertrauen. Jawohl. Na, das hat doch ganz gut geklappt. Ja, das sehe ich auch so. Dann einmal zurückschlagen. Ja. So, wie ihr seht, haben wir jetzt oben einen sauberen Rand, den wir verschweißen können. Jetzt legen wir uns das Stückchen nochmal schön rein. So, herrlich. Dann wollen wir mal hier an meinen Casio VC100 gehen. Wir werden das gute Stückchen vakuumieren. Liegt. Deckel schließen. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Jawohl. Und das war schon die ganze Zauberei. So, zur Sicherheit mache ich hier oben nochmal eine doppelte Schweißmatte. Nicht, dass es doch Flüssigkeit reinläuft. Ja, währenddessen wir die anderen 2 Fleischstückchen vorbereiten, nochmal schön einschweißen. Ja, dann gönnen wir euch nochmal ein Momentchen Pause und holen euch dann wieder zurück, wenn es heißt Sous-Vide-Garen. Jawohl, wir haben jetzt unsere Flanksteaks Vakuum gezogen hier und die kommen jetzt in unser Sous-Vide-Gart. Wir sind jetzt schon auf einer Temperatur von 47 Grad. Wir werden das Ganze auf 50 Grad mal aufheizen lassen. Wir werden sie dann für 2 Stunden lang Sous-Vide-Garen. Mal gucken, dass wir die schönen Stückchen auch reinkriegen. Nächstes Mal werde ich mir einen etwas größeren kaufen. Aber das sollte doch so passen hier. Jawohl. Na, das wird eine Gaumenfreude. Das sage ich dir. Auch schön warm das Wasser hier. Ideale Badetemperatur bei diesen Bedingungen hier. Ja, vielleicht sollten wir hier noch einen Hot-Tube hinbauen. Ja. So, wenn jetzt die 50 Grad erreicht sind, fängt der Countdown an zu laufen. Ja, wie gesagt, 2 Stunden. Wir können ja mal kurz gucken, was der Teig macht. Und schon mal den Grill anheizen, dass wir dann endlich loslegen können. Ne? So, bis machen wir das. Bis gleich. Bis gleich.
Jo, jetzt der Christian wieder vor der Cam mit dem Teig. Christian, zeig mal das schöne Ding hier. Ja, ihr Lieben, ist doch ums Doppelte aufgegangen. Der ist ganz ordentlich geworden, ne? Sieht gut aus. Wir nehmen den jetzt raus und werden noch mal so ein bisschen durchkneten und kommen anschließend her, werden uns den aufportionieren. Wenn es eine Rolle formen und aufportionieren, dass wir ungefähr dann gleich große Stücke haben, beziehungsweise gleichmäßige Teigmenge. So, der Christian hat jetzt den Teig schon mal vorportioniert. Und wie verhält sich das jetzt weiter? Ja, ich habe jetzt nochmal richtig schön durchgeknetet, die einzelnen Stückchen, beziehungsweise werde ich jetzt nach und nach machen. Jetzt rollen wir sie uns einfach mal richtig schön dünn aus. Das ist so ein Kraftakt, ich hasse das. Ich weiß auch, warum ich mit Teig nicht so viel am Hut habe. Ja, die werden schön dünn ausgerollt, so 2-3 mm. Und anschließend in der Pfanne, das dauert 2-3 Minütchen von jeder Seite. Hat er kurz angeröstet, ja? Wird eigentlich nur angeröstet, genau. Und dann blähen die sich so ein bisschen auf. Okay. Das sollte das eigentlich sein. Und wo die sich halt aufblähen, kann man die halt immer hier schön gut an der Seite aufschneiden, dann kann man die richtig gut füllen. Aha. So habe ich das zumindest bei unserem Griechen des Vertrauens gesehen. Okay. Ja, wie gesagt, dann lasse ich dich da mal schön weiterräumen. Ne? Ich kümmere mich mal um die Glut. Und dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. Wir sind jetzt bereit. Die Peterbrote habe ich soweit schon mal so vorgeformt. Ne? Man sieht, ich kann das halt eben nicht so gut. Ne? Aber das ist ja auch unser Format. Ne? Das ist jedes Stück ein Unikat. Ja, richtig. Alles handgemacht hier. Alles handgemacht. Alles handgemacht. Und zählt nach, die Finger sind noch alle dran. Ne? Also der ganze Schnippel Arsch muss noch hochpassen, den scharfen Messern. Ne? Ja, wir werden sie jetzt schön in der Pfanne von beiden Seiten eben mal kurz anrösten. Und dann gucken wir mal, wie die so werden. Ne? Also bei mir waren die ersten halt nicht so schön. Ne? Jetzt warten, bis die ersten Blasen kommen. Und dann drehen wir sie rum. Wie das immer so erfahrungsgemäß ist, wenn man Pfannkuchen macht. Die ersten werden immer scheiße. Ja, also das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Das stimmt, ne? Wohl. Aber wenn man jetzt hier mit der Kamera drauf geht, hier sieht man die ersten Blasen. Ja, dann musst du gleich winden. Ja, das geht halt echt übel schnell. Und eigentlich schmeckt das eigentlich auch richtig geil. Also zu Salat oder zu gegrillten, so zwischendurch einfach mal. Mit dran Geschmack finde ich die Dinger halt richtig genial, ne? Okay. Ich stelle mir das auch schon klasse vor. Da auch den Salat dann und das geile Flanksteak dann. Das wird auf jeden Fall was werden. Die Pfanne, die ist schon so richtig geil heiß. Oh, das sieht schon klasse aus, hä? Guck mal, wie jetzt abgeht hier, wie er aufgeht. Ne? Und das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn wir hier jetzt richtig schön am Rand einfach ein bisschen einschneiden, dann haben wir halt schon eine Tasche. Ja. Ne? Logo, die kannst du super füllen dann hier. Dann kannst du richtig geil füllen, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir machen die anderen Peterbrot jetzt noch fertig in der Pfanne. Und dann schauen wir mal, was die Flanksteaks machen, ne? Jo, ein paar Minuten später. Der Christian hat jetzt unsere Peterbrote hier in der Pfanne fertig zubereitet. Die sehen echt toll aus. Ja, haben auch eine leichte Kruste gekriegt. Hier, und es duftet echt super. Ja, wir, unsere Flanksteaks brauchen jetzt auch nur noch 10 Minuten im Sous-Vide-Bad. Wir werden jetzt mal den Anzündkamin starten und den Grill nochmal anheizen, dass wir den ein paar richtig schöne Röstaromen verpassen. Und da habe ich hier von einem Kumpel gekriegt. Einmal vorstellen. Maiskohle. Probiere ich heute auch zum ersten Mal aus. Ich habe schon ein paar Videos drüber gesehen. Soll eine schöne Hitzeverteilung haben. Soll dafür nicht so lange glühen. Ne? Aber für unseren Zweck reicht das definitiv, den Flanksteak ein paar schöne Röstaromen zu verpassen. Wir starten jetzt den Anzündkamin damit. Ne? Und wenn es dann durchgeglüht ist, holen wir die Flanksteaks aus dem Sous-Vide-Bad und dann wird es verdammt lecker werden. Tja, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, ihr Lieben, mal eben wieder zurück am Pit. Wir haben jetzt die Maiskohlen-Briketts haben wir jetzt ausprobiert. Und also das Ergebnis ist wirklich sehr ernüchternd. Also man kann halt wirklich, sag ich mal, über 5 Sekunden die Hand locker drüber halten. Und wenn wir das jetzt hier hochfahren und mal hier oben vom Rost her versuchen, das wird irgendwie nichts. Also wirklich sehr ernüchterndes Ergebnis, muss man einfach sagen. Ja, also ich verbrenne wirklich sehr schnell. Ne? Ich hatte jetzt auch mal Guss drauf gelegt, dass wir auch ordentlich Rost da oben kriegen. Ja, wir haben jetzt kurz durchglühen lassen, ne? Wollten die Flanksteaks jetzt schon auflegen, aber die meiste Maiskohle ist schon weg hier. Wir werden jetzt noch mal was nachfüllen. Lass mal auf Temperatur kommen lassen und dann geht's endlich los hier, ne? Wir haben nämlich beide richtig Kohldampf hier. Mein Bauch spricht mit mir. Ja, wir holen euch auf jeden Fall wieder zurück, ne? Ja. Bis dann. So, der Countdown ist endlich abgelaufen. Wir haben es geschafft. Unsere Flanksteaks sind jetzt fertig sous vide gegart. Die 2 Stunden sind um. Die werden wir uns hier rausholen. Hier haben wir Nummer 1. Boah, schaut doch nochmal hier, ne? Mensch, toll. Also, das werden wir jetzt aufschneiden. Aus dem Vakuumbeutel rausholen. Da legen wir uns schon mal ein bisschen Küchenrolle zurecht, dass wir das gleich abtupfen können. Und wenn wir es dann trocken gemacht haben, können wir das dann auf den Grill geben. Ne, dort haben wir nochmal eine Portion Maiskohle draufgehauen, dass wir jetzt ein richtig ordentliches Glutbett haben.
Ich glaube, der ganze Sack war dran. Ja. Ja, es ist nicht mehr viel übrig. So. Also das duftet schon ganz gut, ne? Also das Raucharoma kommt ordentlich durch, ne? Das sieht echt klasse aus. Ja, jetzt noch ein bisschen grau, ne? Durch das Sous-Vide-Garn. So. Ja, das müssen wir jetzt auch nur ganz kurz anknuspern, ne? Auf der gewünschten Kerntemperatur sind wir jetzt schon. Jawohl. So, hier haben wir das erste gute Stück. Ich packe die anderen beiden jetzt auch noch schnell aus und dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. So ihr Lieben, wir haben euch wieder zurückgeholt. Heiko hat die anderen aus dem Sous-Vide-Garer auch rausgeholt und wir haben sie jetzt hier auf dem Brettchen erstmal hintrapiert, haben sie abgetupft. Nur wieder lieber Heiko, sie auf diese Maiskohlen, Kohlenbriketts, wie auch immer, drauflegen, dass wir die Röstaromen anschmecken also, können. Nachdem wir jetzt fast den ganzen Sack dran haben, drauf haben, haben wir jetzt doch ordentlich Hitze gekriegt. Und jetzt werden wir mit dem Gussrost einfach richtig schöne Röstaromen draufzaubern. Also brutzeln tut's schon immer. Ja, hört sich schon nicht schlecht an. Ja, das dauert jetzt auch gar nicht lange, ne? Nur dass wir ein bisschen Farbe dran kriegen. Ne? Wie gesagt, auf der gewünschten Kerntemperatur sind sie ja schon. Und dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder. Jawohl, bis denn. Nochmal kurz Statement von mir. Ich habe jetzt einen Pita genommen und habe jetzt einfach von unserer Chimichurri, die wir vorhin gemacht haben, einfach ein bisschen drauf gestrichen. Darauf werden wir dann Salatbetten und so ein paar Scheibchen von dem Flank drauf geben. Und dann zusammenrollen, dann werden wir das essen. Bis gleich. Ja, und hier haben wir jetzt unsere schönen Stückchen liegen. Das ist ja, ne, ein wirklich toller Anblick. Wir werden jetzt auch mal eins anschneiden. Ich bin gespannt, den Flitzebogen. Das mit dem Rauch, ne, das kommt wahnsinnig intensiv raus hier. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Oh Mann. Oh, hier ist super zart. Oh yeah. Super saftig. Guck dir das mal an hier. Wow. Mensch, da kommen wir ja. Da tropft der Zahn. Hier, da tropft auf jeden Fall der Zahn. Ja, würzen, denke ich, Heiko, tun wir ja wirklich nur rein mit Salz und Pfeffer. Ja. Na gut, ich habe noch das, mehr, ne? das Rauchsalz von dir. Da werden wir auch eins mit würzen. Wie gesagt, wir haben ja drei Stück. Da können wir von jedem mal ein bisschen was ausprobieren. Aber das erste, da machen wir jetzt einfach nur ein bisschen frisch gemahlenes Salz drüber. Ein bisschen Pfeffer. Ja, und dann soll es auch schon genügen. Hier. Hau rein! Hammer! Das mit dem Rauch, echt super! Ja, damit werden wir jetzt die Pitas belegen. Dann mache ich noch ein schönes Tellerbild. Und dann sehen wir uns zu unserem Fazit wieder. Bis dann! Bis gleich! Ja, ihr Lieben, kommen wir jetzt endlich mal zum Fazit. Also, es war wirklich, das Flanksteak war wirklich mördergenial, das muss man einfach sagen. Also, das Raucharoma war auch nicht so krass, wie wir das hätten eigentlich erwartet. Also, wirklich sehr smooth. Hat wirklich sehr gut geschmeckt. Und dann ja, die verschiedenen Salze da drauf. Und natürlich die Chimichurri, die war natürlich ein Traum. Auf den Pita drauf. Ganz dünn, bisschen Salat dazu, einfach für den Crunch. Das war schon also insgesamt ein Traum. Ich kann nicht mehr, ich platze. Ja, also ich kann nur vollkommen zustimmen. Ne? Das Flanksteak mit der Rauchnote, das war echt eine coole Idee hier. Sous Vide gegart, mega saftig innen drin, butterzart. Also echt toll, ne? Und dazu die Pita mit der Chimichurri, habe ich heute zum ersten Mal gegessen. Also das war echt ganz großes Kino hier. Genau das richtige Essen für den Geburtstag hier. Ne? Ich kann nur sagen, dieser Geburtstag hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ne? Uns hat es allen richtig gut geschmeckt. Auf jeden Fall. Jo. Und ja, wir werden definitiv so weitermachen hier. Wie gesagt, die 300 Abonnenten sind fast geknackt. Würde uns sehr freuen, wenn das weiter nach oben geht. Ne? Mal gucken, was uns dieses Jahr alles Tolles erwartet. Jetzt mit neuer Unterstützung an Bord hier von Christian bei Leuchtberg Barbecue. Und ja, wir lassen uns mal überraschen. Ich hoffe, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt wie immer unten in die Kommentare, was ihr mit diesem Gericht haltet, oder? Gebt uns ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Heiko, Leon und Christian von Leuchtberg Barbecue. Tschüss. Tschüss.